Dann bin ich jetzt wieder da. Und jetzt sollte es Sound geben. Warum hat denn niemand was gesagt? Flucht. Der Sound ist gelogen. Ich bin ja gespannt, ob das jetzt einfach funktioniert. Habe ich mich natürlich davon ein bisschen rausbringen lassen. Ah, der hat hier. Zurück.
schwierig. Mann. Das war jetzt sehr ärgerlich. Na gut, aber jetzt weiß ich ja, was er macht. So spektakulär ist das ja eigentlich nicht. Mist, ja, in der Tat. Was machst du da? Wolltest du? Na, ich bin nicht mehr unter seinen Füßen weggekommen. Wenn man sich da verhakt, ist das voll dumm. Auch mal das andere Zeug einsetzen, was ich habe. Ach. Ich habe die Haare schön, ja. Ja, das Pattern habe ich auch schon mitgekriegt. Du musst halt trotzdem...
Und muss halt durch diese Eiszapfen hier durch. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Nee, jetzt war ich am Anfang mit diesem Zaunzeug abgelenkt und bla bla andere Ausreden. So, jetzt aber. Das Pattern habe ich auch schon erkannt. Ich muss halt bloß immer dran denken, dass er von links nach rechts seinen komischen Atem da macht. Weil wenn man dann rumrutscht, ist es halt blöd. Los!
Da liegt er wohl. Mann, Mann, Mann. Ich mach niemanden unglücklich. Ja, da steht er wohl. Okay, und jetzt ist er einfach wieder fast. Bis zum nächsten Mal. Ich hab die Götter beeindruckt. Ich weiß bloß nicht, ob das... Öskur samferðamanna minna. Ó, vinna. Hörfu á bak við þrumugnýinn. Ég fann bragðið af mold og blóði. Fötin límdust við mig þar sem ég hljóp upp á óvinni mínum og gróf exi mín á bólakaf í hvern þann sem dyrðist að storka mér. Í gegnum storminn sá ég föður minn og dökkan skugga á bak við hann. Ég hrópaði varnarorð á honum en allt kom fyrir ekki. Faðir minn var myrtur. Új. Ofsa reiði heltók mig þegar ég sá bróður minn standa yfir föður okkar. Harma kvein mín skáru loftið þegar ég áttaði mig á svikum hans. Hemdin fylgdi skjótt á eftir. Meine Rache kam schnell. Bróður míns til alföðursins. Ja, jetzt müssen wir wohl hier lang. Mein Gegner ist tot und ich lebe noch. Langweilig, ja. Entschuldigung. So, jetzt können wir uns wieder aussuchen, in welche Richtung. Ich gehe zuerst nach links. Der Nordhimmel. Ríkir sólar og mána. Vörpum örlitlu ljósi á þennan stað. Ah, so polarlicht. Was denn? Erstmal draufschlagen. War sogar richtig anscheinend. Was? Hilfe! Links ist das andere rechts. Ja. Danke für den Hinweis. Und das hier. Haben wir wohl irgendein Sternbild oder sowas? Und jetzt? Was gibt's hier? Ach, das soll ich nachmachen. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Ich dachte erst, ich muss einfach alle anmachen. Aber na gut, dann ist die Frage... Okay, du nicht. Vielleicht du? Moment. Hier? Hä? Oder einfach der hier? Ja, Sternbild nachzeichnen. Hab ich ja jetzt verstanden. Íkornasendibóðin, Ratatoskur. Der Eichhörnchenbote Ratatosk. Das gefällt mir. Ich mag Eichhörnchen. So. Ja, jetzt ist hier auch die Brücke. Vom nächsten da. Ah ja. Hier sind auch irgendwie Sternbilder drauf. Und ein Portal. Ja, Moment, wir haben doch auch eine Karte. Mhm. Na gut, da muss ich dann wahrscheinlich zum Fluss wieder hin. Oder so? Keine Ahnung. Da drüben geht's auf jeden Fall lang. So, das heißt, ja. Ein neues Sternbild. Nudels, Magic! Ja, genau. Oder so. So, was haben wir denn jetzt für einen Stern? Sternbild hier. Dann fangen wir vielleicht einfach direkt hier unten an.
Mal probieren. Dahin gehen und dahin. Hier. Hier. Hier hoch. Dich auch. Du. 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 Und du. Achso, hier unten fehlt noch was. Verzeihung. Dvali, næstminnsti hjörturinn, er með horn sem borin af sjö stjörnum. Dvali. Ein netter Hirsch. Eichhörnchen, Hirsche, hier gefällt's mir. Was gibt's denn hier? Da sollte ich wahrscheinlich nicht reingehen. Guckt alles so auf mich zu. Habe ich mir fast gedacht. Aber dafür gibt es hier einen köstlichen goldenen Apfel. Genau, aber dann haben wir diese Frage mit dem Apfel schon geklärt. Ich hier übrigens in der einen Welt nicht geklärt habe mit diesem riesigen Vieh, wobei ich auch gar nicht weiß, ich vermute, dass es fast überall was gibt. Ja, nun lauf, 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 lauf. Hab dich nicht so. So, alles wieder gut. So, was gibt's denn jetzt? Also wir hatten Ratatos, Dval oder Dvali, Hirsch. Okay, dann fangen wir hier an. Oder muss ich die eigentlich alle in einem... Ich... Dann haben wir den Teil da unten. Wahrscheinlich eher der hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann das. Moment mal. Der ist dann wahrscheinlich doch nicht richtig. Der Gott der Kack. Moon, das ist doch ein epischer Moment. Und dann sowas, Mann. So, und der hier wieder weg. Und noch ein Hirsch. Down. Der kleinste, eben war der zweitkleinste, okay. Wer bestört nun am Weg? So, da unten geht es übrigens auch noch mal lang. Da war der Apfel, da bin ich. Aber wir gehen mal noch nach oben, weil da gibt es anscheinend eine neue Fähigkeit. So, was gibt's hier? Hier, das ist eher was Kleines, aber wir versuchen mal. Das hier, das hier. Das. Das. Und dann ein langer und dahinter noch ein kurzer, okay. Also in etwa... So? Ja. Vikurin Veðurfölnir. Sandibóði Eskiltresins. Ah. Route des Eschenbaums. Ich glaube, wir kriegen einfach noch mal mehr Hammer vor. Das war ja eben echt gut bei dem Boss. Also, dass man da richtig doll draufhauen konnte. Für einen kurzen Moment. Jetzt können wir das dreimal machen. Gut. Lotnast styrkur Mjölnis. Heilsið þér Þór. Góð þrumiveðurs og hugrekkis. Dabei habe ich gar nicht mit dem Powerschlag vorhin geschlagen, sondern nur normal. Bogen überspanne ich nicht. Ein Bogen. Vogel, wolltest du sagen? Ja, natürlich. Weiß, weiß ich. So, dann können wir jetzt nochmal... Ach Mist, da ist doch Wolke. Sehe ich doch. Nochmal Thors Hammer machen. Ach, da soll ich jetzt einfach durch, oder was? Mal auf hier unten. Wir haben jetzt... Hier ist unser Freund. Der gute Mimir.
der jetzt wieder total pisst ist. Er erfrischt meinen Geist. Ah, wie er mich mit seinem Auge verfolgt. Voll well. Da jetzt. Ach. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wo. Ja. Aua, hier ist auch schon was. Wir rennen hier einfach mal. Wir haben doch genug davon. Aber hier unten ist auch noch was. Okay, wir müssen gar nicht irgendwie komisch mit irgendwas drüber. So, was gibt's denn hier Schönes? Voll der Psycho. Ja. Oh, oh, oh. Achso, jetzt muss ich hier unter erschwerten, in Anführungszeichen, Bedingungen. Okay, also, wollen wir nochmal schauen. Vielleicht fangen wir diesmal einfach oben an. Sieht irgendwie einfacher aus. Weil da sehe ich schon eher den Anfang. Einmal hier und da. Und dann hier in der Mitte. Ja, 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 hier. So. Aua. Ach, der hat den in der Mitte nicht genommen. Macht er den wieder aus? Da habe ich ihn einfach nicht getroffen. Genau. Der in der Mitte, der hier. Der. Und der. Dann nehme ich an der da. Der. Och Mann, so war das doch nicht gemacht. Okay. Dann ist es wahrscheinlich doch nicht der, sondern der. Ah, ja, okay. So rum ist das gemeint. Au. Nein, nicht du. Nicht du. Nein, ja. Du. Du. Und du. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich weiß, man sieht, wo die Blitze einfallen. Dort. Das hier. Du. Und du. Nein, was, wo fehlt dir noch was? Ach, da drüben eine kleine Ecke. Okay, dann mach ich den nochmal kurz aus. Und jetzt, nachdem der Blitz dort eingeschlagen hat, auch du. Na. Der nächste Hirsch. Der größte. Der größte Hirsch. Der größte Hirsch. Der größte. Ente Gottes Ernstes, ja, das wäre natürlich. Also, wenn sie die vergessen haben, ne? Da müssen wir ja nochmal drüber reden. Wir rennen jetzt hier einfach durch. Fertig. Ja, lass mich durch. Was? Wieso geht's denn hier nicht weiter? Warum bin ich hier durchgerannt? Ach, wahrscheinlich geht's da unten weiter. Kann ich nochmal kurz ausmachen? Dankeschön. Hier einmal bitte. Da unten geht's lang. Ja, ja, ja. Hier geht's lang. Göttin des Sterbens der Videospiel. Ja, bin ich. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Hund oder sowas. Oder eine Katze, eine große Katze. Also hier unten sehe ich schon mal beide. Eins. Zwei. Drei. Dann geht es hier hoch. Moment. Was? Oh, jetzt ist es wieder ausgegangen. Da lang. Da lang. Da. Gehen wir erstmal mal dahin. Oh, hier. Elektrisiert es ja auch rum. Nee, warte mal, das ist falsch, oder? Jetzt bin ich gerade irgendwie raus. Das. Okay, hier glaube ich. Dahin. Und die beiden. Genau. Richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte das da oben kleiner machen müssen, oder? Na, so passt das nicht. Au, au, au. Ah.
Ich glaube, ich sterbe. Gut, dann machen wir das hier nochmal aus. Ja, lass mich durch. So, dann geht es hier weiter. Und das hier vermutlich. Irgendwie bin ich gerade total raus. Auf jeden Fall brauchen wir das hier oben. Und das. Und das. Und das hier. Ah, der nächste Hirsch. Der zweitgrößte. Ach, jetzt kommen erst größten, kleinsten und so weiter. Und da unten geht's weiter. Jetzt bin ich, glaube ich, auch gleich da. Schule, Gott der Pein. Oh ja, sehr gut. Wo ist das? So. Jetzt haben wir hier alle Sternbilder angemacht. Helga Stern. Ich bin so warm. Wir haben vorhin hier vor dem Fenster das Thermometer in die Sonne gehalten und da waren 40 Grad. Ich weiß nicht, ich glaube, den Ventilator hört man nicht, oder? Nee, also müsste man ja hier sehen beim Temperatur. Temperaturdings, Mikrofondings. Also. So. Die erste Rune von diesem Teil. Den Apfel haben wir ja schon. Wir finden die Runen am Norderhimmeln. Hast du auf Amatanas Weide, der Snude after die Gennung ergab. So, dann gehen wir direkt zurück. Und um ist wahrscheinlich ja auch wieder da oben. Ja, hier waren wir eben und jetzt kommt. Sieht aus, als wären wir auf einem riesigen Baum oder sowas gleich. Wir gleich schon mal merken hier die Karte. Mal irgendwie. Mal schauen. Auf jeden Fall irgendwo oben rechts. Wir haben ja auch da eine Karte. Gibt es diese neue Fähigkeit. Was auch immer. Oder eine alte Fähigkeit bloß zusätzlich. Laren. Drölfnir Schlafplatz. Kannst du stau, der Füchtling, sieht die Krone, ich krass es. Entschuldigung. Ja, das sind nämlich große Blätter. Das ist schon sehr hübsch. So, ich bin da unten. Ach, wir laufen von unten los. Na gut. Dann müssen wir ganz nach oben. Krone Yggdrasils situr nafnlaus í örni. Amen losa. Á milli augna hans situr haukurinn veðurfölnir. Og ein kleiner Habig, das ist ja knuffig. Hallo. Vogel hat einen Vogel. Ja. Warte. Kevin! 5 Euro! Schon wieder! Dankeschön! Danke dir, wie du siehst. Ich weiß ja nicht, ob du gestern da warst. Gehen wir tatsächlich Fortun. Und werden es wahrscheinlich heute auch schon durchspielen.
Ein sehr, sehr schönes Spiel. Vielen Dank für die Empfehlung. Und für die erneuten 5 Euro. Mach dich noch arm. Oder du machst dich an mir arm. Oder wie auch immer man das vernünftig ausdrückt, ohne dass es seltsam klingt. Nun, momentan gibt es ja anscheinend erstmal nur einen Weg, wenn ich das nicht... Ich weiß jetzt zwar wieder überhaupt nicht, wo ich bin. Ah, was gestern grillen, ja, bei dem Wetter. Alter, Alter. Okay, das, darauf war ich nicht gefasst. Ah, ich habe ja auch gar keine... Ich bin ja gar nicht aufgeladen. Wir brauchen einen Opa. Einen Aufladeopa. Hat er sich schon mal ein Game ausgesucht, meinst du? Nein, eigentlich glaube ich noch nicht. So, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Wir gucken trotzdem erstmal hier unten lang. Und anscheinend können diese Vögel mich sehr schnell töten, wenn sie wollen. Ich mach mal lieber einen auf Beat hier. Falls wir mal schnell wegrennen müssen. Was ist denn hier lang? Nirgendwo. Das Schild reinnehmen. Die Frage ist, ich glaube, das Schild schützt mich auch nicht mehr komplett, oder? Schützt mich das komplett? Eftir eskitrénu endilengu ber ratatoskur orð veðurfarins. Das war wohl Ratatosk. Niður til ormsins nýðhöggs. Das war ja. Flüstert dem irgendeinem Wurm was weiter. Okay. Ah ja, jetzt sind wir wahrscheinlich da ganz links, nehme ich an. Dann sind wir noch sehr, sehr weit unten und können noch sehr, sehr viel sterben. Weiß halt nicht, zum Beispiel, wenn ich das Schild jetzt reinnehme, ob das erst kaputt geht. Weiß halt nicht, ob mich das komplett schützt. Und ob das zeitlich begrenzt ist oder nicht. Ich weiß ja, was ich probiere. Werden wir ja sehen. Okay, da geht's auch weiter. Vielleicht gibt's ja noch irgendwo einen goldenen Apfel. Ja, toll. Es ist, glaube ich, weg. Also ist das auch zeitlich begrenzt. Aber ich lasse es mal drin. Okay, hier geht's lang. Okay, es geht immer höher. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah! Sehr gut, sehr gut. Dich habe ich gesucht. So, dann heilen wir uns erstmal wieder. Das war sehr dringend nötig. Cool. Dankeschön, Mimir. Auch wenn du wieder pisst bist. Ah, dann bin ich jetzt da. Okay. Ich würde gerne trotzdem nochmal hier irgendwo runtergehen. Weil, wie wir ja wissen, der goldene Apfel, ne, der ist bestimmt irgendwo hier. Na gut, dann kann ich ja die Theorie mit dem Schild, wenn ich es rechtzeitig raffe, auch eher überprüfen. Ah, okay. Da kommt man. Da. Der Stalker halt mich, ja. Genau. Das macht er ja. Von daher nehme ich das in Kauf, dann darf er auch weiter stalken. Aber ich glaube, es ist ja auch nicht eher so, also nicht so stalken, sondern so wirklich so ein Pissed-off-Moment. Oh. N? Jetzt? Sehr gut. Nom, 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 nom. Cool. Ich glaube, so ist dieser Feuerboss halt auch noch ein bisschen besser zu schaffen. Da kann man sich halt einen Schnitzer mehr erlauben einfach. Und wir haben ja diese coolen Sachen wie diesen Torhammer, Mjölnir und so. Von daher, das wird schon gehen. Dann brauchen wir noch die Fähigkeit, die es hier gibt. Aber ich nehme an, vielleicht kriegen wir einfach wieder nur mehr von irgendeiner Sache. Mal sehen.
So, hier ist unser Freund. Der uns beobachtet die ganze Zeit. So, genau, dann sind wir gerade da. Also eigentlich müsste ich irgendwie nach rechts oben. Wenn ich... Ja, toll. So habt ihr euch das gedacht. Kommt man ja halt auch nicht durch, ne? Vielleicht irgendwo von weiter oben. Naja. So, erstmal noch hier. Oh. Hier drüben lang. Bis hier, weil vielleicht gibt es ja irgendwo einen Weg, wie wir da rüberkommen. Was? Hat funktioniert, oder? Mit dem Schild? Ich glaube schon. Gut, dann gehe ich jetzt wahrscheinlich schon da lang. Ah ja, ich glaube, von da oben muss ich an. Wenn ich halt weiter hochgehe und dann von der ganz rechten oberen Spitze einfach runter. Wieder nicht funktioniert. So, jetzt habe ich aber kein Schild mehr. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Schild. Das wäre gut. So, als nächstes nehme ich dann, sollte ich wieder ausweichen müssen, am besten Geschwindigkeitszeug. Was? Aha. Das hat auch funktioniert. Gut, dass wir diese Fähigkeiten alle schon haben. So langsam. Ich habe aber nur noch einmal Speed. Du hast wieder die Musik, oder? Echt hier runter? Nein. Irgendwo hier? Darüber. So, jetzt habe ich keine Geschwindigkeit. Ah ja, jetzt kommen wir hier hin. Sehr gut. Na, was gibt's Schönes? Auch sehr cool. Einmal mehr heilen, oder? Was mehr heilen? Ich glaube, das ist einmal mehr heilen. Hilsið þér Frigg, drottning Ásgarðs, geð ég fæðingar og visku. Frigg. 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 Nein, jetzt. Ach, falsche. Naja, war ich so aufgeregt und so begeistert, dass ich direkt meinen zusätzlichen... Ach so, wir wurden an sich geheilt. Na, das ist ja gut. Die hat uns an sich nochmal geheilt. Dann können wir jetzt wieder alles einsetzen. So. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie diesen Wurm zu sehen, von dem vorhin gesprochen wurde. Ah, oder da ist einfach die Rune. Okay. Ah, ich bin schon da. Na gut. Wir haben ja jetzt, glaube ich, auch alles. Ich weiß, ich kann's. Du hefur fundið báðar rúnir Hagls, stormjötunsins sem ræður yfir skýjunum. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Den können wir uns jetzt angucken. Aber vielleicht gibt's hier noch was Nettes zu sehen? Irgendwas, was hier wieder langkrabbelt? Ja, da ist wieder Rattershaus. Mach's gut! Na gut.
dann haben wir jetzt den Vogel mit dem Vogel gesehen und das Eichhörnchen, bloß den Wurm, von dem geredet wurde. Aber vielleicht sieht man den nicht. Weil der wollte ja auch irgendwie in die Baumkrone. Ja. Dann auf. Zum Sturmgurt. Zum Sturmjötün. Mal sehen. Okay, wenn der mit Blitzen irgendwas macht, heißt ja nicht, dass er immun ist gegen diesen Torhammer. So, diesmal schlage ich nicht unehrwürdig hier auf diese Dinge ein. Wir warten. Hagljels, Erfiðleika og Glundroð. Ach ja, wir haben einmal Heilen verbraucht. Hören wir uns wieder. Von mir. Ja, sorry. Ja, schon. So. Ja. Okay, was denn das? Ah ja, hallo. Oh. Entschuldigung. Ach, wieder so jemand, der gerne lacht. Ja. Okay, ich habe direkt irgendwas abbekommen. Ich weiß nicht was. Vielleicht helfen uns ja diese Teile. Wir müssen ja eh erstmal wieder seinen Pattern rauskriegen. Nix ab. Macht ihr nur die da oben.
Aber ich nehme an, jetzt wird sie das gleich tun. Ach, wieder erwischt. Das schaffe ich nicht beim ersten Mal. Leuchten die halt auch alle. Naja, das kann ich irgendwie nicht kaputt hauen. Nein. Ah, auch schon reingelaufen. Er wird nervig. Ich hab doch nicht mal die Hälfte weg. Der wird nervig. Wer die das? Okay, mal was überlegen. Diese guten Sachen will ich eigentlich erst einsetzen, wenn die Hälfte weg ist, oder? Ach, was soll's? Ich muss einfach... Ja. Klingt wieder wie, wenn ich Rimworld spiele. Was soll das denn heißen? Will ich eigentlich machen, wenn er da liegt. Ah, da bist du jetzt weg. Hallo. Mit diesen Dingern ausweichen ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man genau hinsieht. Bleib stehen. Bleib. Okay. Bist du? Okay. Na komm. Ach nein, das wollte ich nicht. Dem letzten hat er mich noch getroffen. Na los, fall um. Ich
Okay. Nein. Aus. Du. Ja, komm. Los, fall um. Oh, was gibt's denn jetzt? Ach, zwei. Okay. Ach, nö. Ah, ich hänge. Nein. Okay. Jetzt fall um, du blödes Vieh. Gibt's nachher auch vier? Ich will eben eigentlich ordentlich was mit diesem... Wow. Ach ja, da muss man ja auch noch aufpassen. Ach, scheiße, scheiße. Nein, du machst jetzt was? Nein. Komm. Heiß, weg. Nein. Könnt ihr euch gegenseitig schützen? Ja, 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 sehr gut. Ich bin jetzt zwar tot, aber gut zu wissen. Hier haben wir nächste Geschichte. Na gut. Man weiß ja jetzt immerhin so, was einigermaßen kommt. Das ist, da werden nachher bestimmt auch drei oder vier noch da sein. Haben wir schon mal ordentlich was weg. Na los.
hier dieser Funke aus. Ah, okay, jetzt noch die Zeit. Okay, jetzt muss ich euch einfach dazu kriegen, dass ihr euch irgendwie gegenseitig auslöscht. Okay, bitte nicht. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay, irgendwas hat es mit diesen Säulen zu tun. Ungunier, ja, ja, ja. Da unten liegt ja noch einer. Steht ja nicht da auf? Ah, Mist, auch wieder aufgestanden. Okay, wenn man hier in irgendeiner Ecke ist, wo nicht so viele Funken sind, dann ist das nicht so schlimm. Da kommen sie ja wieder. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich bin tot. Rossgebraten. Ross. Oh Mann. Also irgendwie, ich habe halt nicht so viel Zeit darauf zu achten, wenn ich diese Säulen in irgendeiner Art und Weise, wenn damit irgendwas ist, dann fallen die um. Darauf muss ich jetzt mal achten. Ob die irgendwie... Ob die alle hier an sein müssen? Oh Mann, jetzt gibt es eine Menge Fläche. Ab hier. Ach, blöd. Okay, welche Säule fehlt denn noch? Die da unten. Ist mir schon wieder. Ja, sehr gut, sehr gut. Nein, falsch, 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 nicht sehr gut. Das war ja Dreck. Ah, ich bin so dämlich. Hm.
wird's wieder gewesen sein. Nichts mehr zum Heilen da. Ja, dreh dich um, mach das hier an. Yoda macht diesen Scheiß. Ich sehe da hinten nichts. Unterschiedliches. Ach nö. Mann. Hilfe. Ich sterbe. Ich sehe nichts, wenn die mir im Bild rumfahren. Komm, dann mach doch noch das hier hinten an. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich schaff's nicht mehr. Ich sterb sowieso, ich hab viel zu wenig Leben. Wieso ging das denn nicht an? Den finde ich insgesamt schwieriger, als auch wenn ich ihn noch nicht besiegt habe, diesen Feuerkerl. Super ätzend. So, jetzt nicht wieder Heilzauber von Anfang an und sich nicht vom ersten Blitz treffen lassen. Kriegen wir das hin. Den hier schön an. Gut. Ich glaube, er will nicht, dass ich ihn schlage. Au, au, au. Nein. So, jetzt ist immerhin das an. Jetzt dreh dich um. Dreh dich um, du Stück. Ja, das sollst du doch nicht machen. Ha 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 ha
nämlich, was da noch kommt. Sehr gut. So, das ist direkt wieder an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Genau, ich mache den schön an. Alles gut, wir verstehen uns doch. Muss ich bloß wieder zu dir rüber, oder? Und ich darf mich halt nicht von diesem Kram treffen lassen. So ist halt doof, weil dann sehe ich nicht, wo die Dinger hier lang gehen. Okay, das ist sowieso doof. Ach, Scheißdreck. Super Scheißdreck. Der ist doch schon an. Komm halt hier rüber. Hier hin. Genau. Hier. Den sollst du anmachen. Nee, nicht das. Kamera? Hallo? Okay, diese Blitze aktivieren das aber auch. Ach, das hat nicht gereicht. Komm hier in die Mitte, komm hier in die Mitte. In die Mitte. Hier hin, schön in die Mitte. Nein, nicht das. Pfui. Ah, sehr gut. Gehst du dich schön hier drüben noch mal hin zu mir? Nein, du möchtest lieber das machen. Dein Blitzscheiß. Okay, zwei sind an. Weil, hier kann ich ja auch, wenn, also ich kann die auch aktivieren, indem er diesen Kram macht und die Blitze diese Teile trennen. Na komm. Genau. Zwei. Jetzt noch einmal hier drüben. Na gut, ich glaube, das ist halt das, was man an sich tun sollte. Hier lang, mach hier lang, hier lang. Komm hier bin ich. Oh, wie kann man denn da daneben treffen, bitte? Mann, ja, ich sehe es genauso. Schwierig. Aber ich glaube, das ist halt, das muss man erstmal rausfinden. Weil, wenn ich nur an sich so bei ihm bin. Dann bringt mir das so gut wie nichts. Wow. Okay, jetzt muss ich halt einfach aufpassen, dass ich mich nicht grillen lasse von beiden.
genau so was sollte halt nicht passieren. Nein, Ja, das finde ich auch gut. Tut euch das eigentlich weh? Sondert ja auch irgendwas ab. Wow, das war knapp. Ja, genau, nimm noch mal das Falsche. Wir müssen halt am besten schon beide gleichzeitig da unten. Das schaffe ich wieder nicht, ey. Nicht grillen lassen klingt nach einem guten Plan, ja. Na komm, hier lang. Er ist echt fies. Eigentlich gucke ich nur die ganze Zeit, dass ich nicht in diese blöden Dinger reinlaufe. Und wenn ich mich drauf konzentriere, diese Säulen anzumachen, dann laufe ich wieder in diese Dinger rein. Steh auf, du Arme. Ja, komm hier. Drüben gibt's auch was. Hier. Naxos 4 confirmed. Ja, so in etwa. Das darfst du nicht sagen. Jetzt werden die richtigen Dark Souls-Spieler kommen und sagen, das kann man noch nicht mit Dark Souls vergleichen. So, du. Da ist das bestimmt Kinderkram. Und hier noch einmal, bitte. Hier. Genau. Aber doch noch erwischt, ey. Macht mich wahnsinnig sowas. Den haben wir angestellt. Den haben wir auch angestellt. Ja, toll, den brauchst du jetzt nicht nochmal zu befeuern. Hier. Mietz. Nein. Und hier bitte. Hier. Bitte. Ja, meinetwegen auch das. Wenn es sein muss. Genau. Lasst mich durch. Ja, sehr gut. Dann machst du nämlich direkt zwei an. Guck mal hier. Das gefällt mir. Das müsste ich öfter mal hinkriegen. Aber gut, ich glaube, wo er sich hinbeamt, das kann ich nicht wirklich... nicht wirklich beeinflussen. Aber nochmal erwischen. Okay, das ist auch an. Nein, hier hin sollst du. Hier hin. Komm hier rüber. Komm her. Oder mach dein Blitzding. Ja. Nein. Gut. Okay.
2 an. So wie beim letzten Mal. Oder wir machen 4, 3. Ach, jetzt ist das natürlich sofort an. Gereicht? Das hier noch einmal anmacht. So. Na, richtig nervig wird es ja auch erst, wenn er wieder seinen Kahn dazu hat. Dann ist es halt am besten, wenn man die beide gleichzeitig irgendwie im Abstürzen bringt. Weil sonst macht der eine da seinen Blitz und dann der andere da. Immerhin schon wieder 2 an. Na komm rüber. Sehr gut, die Melodie gerade getroffen. So, und jetzt noch einmal hier. Er ja gleich wieder seinen Kumpel. Hat mich das eine Ding doch wieder noch gezischt, ey. Das ist so nervig. Na los, hierher, hier. Hände, ey. Ich kann mich nicht mehr. Okay, okay, das war gut. So, jetzt wird er gleich aufschreien. Ja. 2, ey. Jetzt könnten sie sich vielleicht gegenseitig kurz killen. Nein, aber nicht, wenn der eine das macht und der andere das. Das meine ich halt, das ist ätzend. Nicht hier lang grillen, nicht hier lang grillen. Hier lang. Hier lang. Oder wir machen
so. Man muss halt auch sehr viel Geduld haben. Sehr gut. Und noch einer, bitte. Genau. Erstmal ein Stück weg. Sehr gut. So mag ich das auch. Na, wie, das war's jetzt schon wieder? Na gut, dann mach direkt das hier. Macht, glaube ich, nicht viel Sinn, zu dem einen und dann zu dem anderen zu rennen. Seid ihr so beide beieinander? Und einmal hier noch, bitte. Das will ich ja wohl stark hoffen. Die Leere. Ja. Easy Wood. Also diesmal war es gut, ne? Also easy war es nicht. Aber wenn man halt einmal weiß. Ásamt áhöfn minni sigldi ég höfin. Og við heldum áfram að færa ættbálki okkar velmegun. Úlstand. Lífið gekk sinn vanagang þar til rán. Gyðja sjávarins. Leysti ógnar kraft sinn úr viðjum gegn okkur. Sökti skipi okkar og myrti okkur öll. Stimmt. Dabei bin ich ja gestorben. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga. Verði síðan boðin velkomin til Valhallar af Valkyrjum Óðins. Í dauða mínum hefur mér verið gefið annað tækifæri. Í Ginnungagapi hef ég sigrað í jötnana. Ég mun yfirbuga síðasta óvinnin og sanna mig enn og aftur. Genau, dieser komische Kerl. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðin frammi fyrir tröllvöxnum óvinnum mínum. Ég mun endurheimta heiður minn. Ég mun ávinna mér hylli goðana. Þú ert það.
Noodles, hast du etwa was getrunken? Ha? Easy peasy, nee. Aber diesmal habe ich ja, glaube ich, mich bloß einmal geheilt. Ich bin mir nicht sicher. Man muss es halt erstmal... Man muss halt diesen Dingern schön ausweichen und darf halt eigentlich nicht so an die Leute ran. Die müssen sich halt immer irgendwie gegenseitig oder durch diese Blitze. Dieses Spiel ist natürlich prädestiniert für Speedruns, glaube ich. Durch diese Tür sind wir ja schon mal gegangen. Aber dann machen wir das nochmal. Dann kommt jetzt der andere. Ja. So, einmal bitte, mir. Köln. Köln. Rund Kindelsens, Dödelecker und Sachsäcker. Genau. Man möchte seine Ehre im Tod wieder haben. Oder sich seinen Zugang zu Valhalla oder was auch immer verdienen. Weil eigentlich sind wir irgendwie ziemlich unspektakulär im Meer gestorben. War mit dem Schiff unterwegs. So, jetzt wieder zu dir. Wir haben ja ein bisschen mehr Leben als letztes Mal. So, was rüste ich denn hier zum Anfang am besten aus? Hier werde ich nicht gleich mit dem Hammer loshauen, mit dem Blitzzeug. Aber später. Deswegen lasse ich das schon mal ausgerüstet. Weil so schlecht waren wir ja gar nicht bei dem hier. Hey, ich bin's. Genau, ganz ruhig. Ruhig. Warum da schon wieder einer ist? Ich hab diese Level, die Runen schon gesammelt. Gestern. Ich bin aus Versehen zuerst zu dem. Das muss ich gleich eh nochmal machen. Ich lass mich mal killen, glaube ich. Bin aus Versehen zu dem gegangen. Anstatt zu den anderen, wo ich heute war. Wieder reingeflogen, ey. Ruhig. Ach, ich bin ihm genau in die Klinge gesprungen, ey. Ach, falsch, alles falsch. Ich lasse mich mal killen, komm. Das ist mir jetzt schon zu schlecht. Lass mich mal kurz killen. Ja, ich weiß, später. So, jetzt aber mal Konzentration. Und ihn nicht wieder in die Klinge springen. Hier muss man eigentlich hauptsächlich aufpassen, dass man sich nicht, von ihm in die Flammen schubsen lässt und dass er halt nicht direkt, dass man ihm nicht in die Klinge reinspielt.
so richtig schön da rein boxen. Einschubsen in diese Feuerdinge. Nehmen. Aber dann muss ich halt auch immer checken, wo ich gerade bin mit meinem Umschalten. Und ganz schnell umschalten und das Richtige machen. Entscheiden.
hier komme ich nicht durch. Das tut dir natürlich nichts, wenn ich auf dein Schwert trage. Nein! Ah. Wie er sich immer umentscheidet im letzten Moment. Beziehungsweise ich mich umentscheide. Einfach auf den Schatten warten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Macht Platz. Super ätzend. Du Kerl. Schön noch daneben schlagen. Von diesem Schwerthieb treffen lassen. Ganz ruhig. Ganz ruhig einfach. Holt er immer sein Messer.
springt er jetzt dahin, dann springt er dahin. Sehr gut, aufs Schwert draufhauen wird nicht funktionieren. Wird er gleich richtig sauer? Man spielt nicht mit seinem Essen, ja. Leicht erzürnt. Ganz, ganz leicht. So. Du wirst jetzt sterben. Hier. Ich hasse das halt, wenn er mich irgendwo hinschubst. Thank you.
in die falsche Richtung gedruckt. Besser das, als er trifft mich. Oh, schön.
verschenke ich halt alles wieder. Das nicht mehr getötet hat. Das hätte mich jetzt sehr, sehr wütend gemacht. Ich hab die Götter beeindruckt. Sieg! Genau! Yes! Ah, das sind wahrscheinlich die Leute, die beim Spiel mitgearbeitet haben, nehme ich an. Ansonsten wäre das ein sehr komischer Ort für Leute, die Alan Pastador oder Andrew heißen. Christian, Jack, Harry Bowers, Pastaragas, Daniele, Don Manunia und Doug Flavel ohne Kopf. Nehmen wir es wohl, während der Arbeiten der Kopf ab. Aber eine nette Art und Weise, die Leute unterzubringen. Unternail. Nennt man mal. Not. Und Nikolas. Süßes. Okay. Metal Shadow Overlord. Ganz sicher, was das für Namen sind. Hallo kleine Krähe, hallo andere kleine Krähe. Die ohne Kopf mochte der Entwickler nicht. Möglich. Aber ich nehme ja fast an, dass das halt selbst die Entwickler sind. Keine Ahnung, die wollten wahrscheinlich nicht mit dem Gesicht. Haben wir uns wohl als würdig erwiesen. Vermutlich. Thora, deine Sinn war smaunerleus. Ein hörige Witt und Thröitsegler aber leicht dir um langen Weg.
Í þessu gapandi tóni hefur þú ferðast öll ríkin, fundið rúnirnar, sigrað jötnana. Það var ég, Óðinn, sem gaf þér annað tækifæri þar eð blóð Þórs flæðir æðar þínar. Láttu þessa miklu gjöf aðstoða þig í loka barndaga þínum, þar sem ég, alfaðirinn, mun vera loka óvinur þig. Ætta teknik. Búðu þig undir barndaga, Þóra. Ekki mistakast að ávinna þér hylleik goðana. Okay. Das kann ich auch. Nein, Mist, das war das Falsche. Oh, hi. Nächste Runde. Hér hefur mistekist að ávinna þér hildning. Also noch gegen Odin einkämpfen. Na gut. Dann also noch Odin. Sie mit meinem Körper aufhalten. Ja, sehr gut. Gut mache ich das.
soll ich denn dagegen machen? Wir haben Mäste ist der Aufwinner der Hitler. Das kriegt man ja, glaube ich, hin. Muss ja erstmal gucken, was der macht. Der Obergott, genau. Alles Betrug, der Gandalf der Unterwelt, der Wikingerwelt kommt dann. Bleib stehen! Ach, zu langsam! Sachen lassen ihn selber treffen, habe ich auch erst gedacht. Aber nein. Ja, das mit dem Abblocken dachte ich auch, das wäre irgendwie nett. Aber anscheinend ja nicht. Ich habe ja vorhin schon mal draufgeschlagen, kurz. Modin, kommst dir ganz toll vor. Gar nicht mehr weiter zu schlagen. Weil, okay, jetzt hat er ja drei. Jetzt sind wohl sechs unterwegs. Ja, wie soll ich das denn machen? Stehen bleiben. Und Schilder habe ich halt nur zwei. Oh. Du Sack.
Das war zu viel, das eine ist zu... Herzlichen Dank. Na gut, Odi. Gut. Das kriegen wir schon noch hin. Das Ding ist halt, wenn die drei so aus so einer ähnlichen Richtung kommen, das ist nervig. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Volle Kanne rein. Ja, und was machst du da hinten jetzt? Ich will mir verstecken. Ja, was? Ich konnte nicht ausweichen. Okay, das ist ja wahrscheinlich der letzte Gegner. Den werden wir doch jetzt noch irgendwie hinkriegen. Die Frage ist ja, ob er nachher die ganze Zeit mit den Blitzen weitermacht. Weil er hat ja dann auch diese anderen Jotun rufen. Dann ist die Frage, ob er dann stattdessen das macht. Oder ob er zusätzlich weiter die Blitze wirft. Komme ich hier wieder... Halt aufpassen, wo ich stehe, weil sonst muss ich irgendwie durch den durchrollen. Und das kriege ich natürlich so nicht hin. Ohne Scheiß jetzt.
Wie soll ich das denn machen? Manche gehen halt ja auch vorbei. Okay, jetzt macht er irgendeinen anderen lustigen Kram. Ah, jetzt kommt der. Der kannst du ja gerne hören. Und wieder einer. Ich habe halt mein ganzes Heilzeug schon verbraten. Ich glaube, das ist einfach eine Trainingssache. Ja, oder sowas. Naja, immerhin war er diesmal bei der Hälfte. Den kriege ich ja jetzt wohl auch noch kaputt, oder was? Hör auf! Ich muss einfach mehr meine Boosts an. Ja nichts, sich hier aufzuheben. Genau wie das Geschwindigkeitszeug und der ganze Kram. Solange es nur einer ist, habe ich ja gar nicht so das Problem. Ne? Jetzt wahrscheinlich. Ja. Und halt 4 oder 6 unterwegs. Gehen die nach einer Zeit irgendwie kaputt oder so? Oh, bleib doch halt hier! Ja, was soll ich denn in so einer Situation bitte machen? Okay, einfach schön an den Rand gehen.
Die erscheinen ja immer auf diesem... auf diesem Kreis. Wer kommt jetzt? Ah, der. Schön zur Seite. Ah, jetzt habe ich das Ding ja nicht im Auge gehabt. Gesehen. Also ich werde ja besser. Aber trotzdem ist das fies. Und frustrierend. Immer schön abkarten teilweise. Ja, dann kann ich dich nicht sehen unter der Säule. Blödi. Das fängt ja schon wieder super an. Dir schon das Blitzvieh würde mich nerven. Aber was soll ich denn bitte machen, wenn er drei Leute gleichzeitig da hat? Sichtlich frustriert, ja. Ich glaube, das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. So, Blitz Nummer 1.
musste ich den schon wieder mitnehmen. Wieso? Wieso ändert der auf einmal wieder da lang seine Richtung? Das ist vollkommen unfair. Den gibt's jetzt. Genau. Schießen wir dann noch einen Blitz direkt dahin. Geh lieber mal weg, wer weiß, wer es ist. Ach, dich tot! Dummes Vieh! Ich muss mich mal ganz kurz etwas beruhigen. Ein kleines bisschen kocht mein Blut. Und das bei den Temperaturen. So. Einfach ein bisschen was hier. So, ich lasse das jetzt erstmal auf Speed stehen. Ich glaube, das kann ich am ehesten gebrauchen am Anfang. Ich werde wahnsinnig. So. Essen bestellt. Lecker. Weil wir haben noch irgendwas mit Gehacktes. Jetzt bleib halt auch hier. Voll feige. Und du willst ein Gott sein.
hin und her gerenne. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Yay, nochmal neue. Wie zur Hölle? Das wird doch wieder nix. Das war jetzt auch, da war ich jetzt. Ich will jetzt gerade die letzten 3 Sekunden auch keine Mühe geben. Muss sagen, doch. Ob ich die Speere was kann? Ob ich die zurückschlagen kann, meinst du? Das habe ich ja, das war ja vorhin der Vorschlag und eher nicht. Wir können das gerne jetzt noch mal ausprobieren. Ich bin der Meinung, ich habe vorhin schon versucht, dagegen zu schlagen. Nein, so natürlich nicht. Okay, das ist jetzt ein reiner Probierversuch, ob wir die Speere werden. Wir müssen sie, glaube ich, aber einmal rumkommen, wenn es ist. Nur wenn der jetzt rumkommt. Ich stelle mich mal in Position. Wird der kommen? Okay, so geht's nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt nur zum Probieren, ob ich die abwehren kann. War zu langsam. Ich musste früher schlagen, wenn ich das versuche. So, deswegen mache ich jetzt hier mal. Also rein theoretisch einfach nur, ob es geht oder nicht. Tatsächlich geht, aber man muss ganz genau treffen. Es geht tatsächlich. Aber man muss sehr, sehr genau treffen. Ich glaube, wenn halt mehrere aus einer Richtung, also aus verschiedenen Richtungen kommen, man ist halt auch zu langsam, wenn man versucht, sich umzudrehen und alles. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt mal killen. Hat nicht so geklappt. Dann gleich. Und wenn die jetzt alle aus verschiedenen Richtungen kommen. Kann das klappen? Aber, Ich bin mir halt nicht sicher, inwiefern es einfach sinnvoller ist, wirklich wegzurollen. Auch um mehr Zeit zu haben an sich wieder. Sonst ist man beschäftigt, die Dinger kaputt zu schlagen. Aber kommt überhaupt nicht an den Kerl ran. Übungssache, ja. Ja, natürlich. Ich glaube, der ganze Kampf ist sowieso. Also, das ganze Spiel ist extrem interessant. Bossen. Immer so blöd, wenn er mich so halt wegschiebt, dass ich überhaupt nicht ausweichen kann. Es rollen sie knapper aus, aber ich glaube, deswegen ist es auch besser, weil du an sich mehr ja, dadurch, dass es eben so knapp ist, hast du ja wieder neue Zeit.
hier zu irgendwas kommen. Es geht mir halt auch auf Keks. Ich weiß halt nicht, was ich in so einem Moment machen soll. Wenn die sich halt über Bolzen und so einen lustigen Kiki machen. Beten, ja. Ja, da hin und her schon. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan, wie ich das hinkriegen soll. Keks, hallo. Das ist das Riesenspermien. Ja. Schön wär's, die würden wahrscheinlich nicht so wehtun. So. Ich weiß nicht. Also es ist ja jetzt offensichtlich vermutlich der letzte Kampf. Hat er ja schon angekündigt. Und den würde ich schon gerne noch zu Ende kriegen. Ich weiß, ich setze die Fertigkeiten so selten ein. Das Ding ist, ich muss halt auf dem Bildschirm achten, gucken, welche Fertigkeit ich gerade aktiv habe. Und dann noch welche Viecher halt da kommen. Halt und die mit den Speeren und mit dem Blitz und sowas möchte ich eigentlich zum Schluss einsetzen, weil ich dann schneller eine Chance habe, dann wird er ja schwieriger zu treffen. Beziehungsweise passiert einfach mehr Mist, den ich dann schneller beenden kann. Wenn ich natürlich vorher sterbe.
schießen. Wie soll ich das machen? Verflucht. Ja, die Speere kann ich kaputt schlagen. Aber die musst du halt erstmal treffen, gerade wenn sie mehrmals hintereinander kommen. Die Axt hat halt eine bestimmte Trägheit einfach. Das ist halt. Und dann kannst du gar nicht so schnell schlagen, wie die Dinger kommen. Beat als letztes, weil ich so viel ausweichen muss. Ich weiß, mit 3 Jokern rausfliegen. Habt ihr recht. Na gut, dann werde ich das Zeug einsetzen, sobald er den ersten Knilch ruft. Macht denn der dritte Skill nochmal? Ja, das ist eine interessante Frage, wie der mir hier hilft. Der täuscht für einen Moment Leute. Ich weiß halt nicht, ob sich da die... diese Jotun von beeindrucken lassen. Aber einfach mal ausprobieren, glaube ich. Muss man einfach ausprobieren. Muss ich halt auch dran denken, das so schnell zu drücken und wo ich gerade meinen Skill drauf habe und. Das zum Beispiel.
gehen die auch drauf. Okay, jetzt ist er weg. Aber gut zu wissen, dass die Speere da drauf gehen. Wann gehen sie denn auch kaputt? Das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist jetzt echt sehr, sehr ärgerlich. Ab der Stelle Speed, ja. Ich muss bloß immer so schnell umschalten. Das ist halt... Ich sehe gerade immer nicht mehr richtig, okay, wie oft muss ich jetzt nach links oder rechts schalten, bis ich Speed habe? Das ist halt eher das Problem. Aber dieses Blitzablenken-Ding ist auf jeden Fall gut. 5 vs. 1 ist feige allerdings. Allerdings, und das wird der Obergott sein. Wenn der 5 Blitze draußen hat, einfach dieses Blitz-Ablenk-Dings machen. Dieses Ding, was Blitze ablenkt. Muss ich dann auch einfach einsetzen. Habe ich auch mehr Zeit, auf ihn drauf zu gehen. Am besten kurz bevor sie ankommen wird. Ja, mach keine Show. Sag.
Wolke limitiert mein Movement. Welche Wolke meinst du? Meinst du diese Pflanzentante, die ihren Giftkram rausspült? Noch einer übrig. Irgendwann ist gut. Auf jeden Fall kriege ich ihn jetzt zumindest immer schon mal bis ins letzte Viertel oder so. Ey, was ist Viertel? Was es dann wieder noch ärgerlicher macht. Der ist echt. Also, das ist halt echt. Aber gut. Das haben ja auch alle gesagt, die das Spiel spielt. Ja, ach, es fängt schon wieder super an. Das Schild hält mehrere aus, ja. Ich weiß halt nicht, wie es mit Gift ist. Steht er natürlich genau da. Ja.
er wieder. Weil er im Weg war, der blöde alte Sack. Wie geht's jetzt? Ich wieder. War vorhin so kurz. Muss auch noch eine Dreiviertelstunde streamen für ein Exakt. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, weil Skill habe ich ja. Das wissen ja hier alle. Aus anderen Spielen. Aber wurde jetzt ertappt. X hat es herausgefunden. Ich muss meinen Stream noch füllen. Nicht weiß, was ich ohne dieses Spiel in meinem Leben tun soll. So, jetzt werden wir ihn töten. So. Jetzt werden wir ihn töten. Der zweite Skill, ich bin auch ja, aber nur für einen kurzen Moment. Wenn er halt im Weg steht. Alles mit.
Ja, ich spring mal irgendwo hin. Und dann rufe ich wieder die Leute. Wenn das so weitergeht, habe ich das in einer Dreiviertelstunde auch nicht geschafft. Ich muss mir, glaube ich, echt die letzten beiden Skills so aufheben, dass ich ihn damit einfach killen kann, wenn ich sie einsetze, hintereinander. Weil sonst ruft er 4 Leute auf einmal und dann bin ich an sich einfach tot. Ich bin einfach tot. Instant. Weil ich mich überhaupt nicht mehr sehe, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Und seine Blitze schleudert er ja auch noch, ne? Und es hat ja nicht mehr viel gefehlt.
hier. Triff, du blöder Pfeil. Ja. Schön. Habt ihr gehört? Ich hab die Götter beeindruckt. Was ist denn jetzt? Arschloch. Komm, Wikingerin, und fordere deine Belohnung. So close, ja. Vor allen Dingen, als dieser Pfeil noch so gekreist ist, dachte ich, triff doch einfach. Ja, ich bin die Bezwingerin der Jotun. Das war wohl Jotun. Jotun. Ich nenne es jetzt Jotun. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich es jetzt ausspreche. Jotun. Oh, es ist alles so verkrampft, meine Hände. Alles. Nochmal schauen, ob da diese Leute dabei waren, die da in Stein gehauen waren. Ob die da mit dabei stehen. Das habe ich noch keinen wiedererkannt. Hat lieb Ballersohn, hat Odin gesprochen. Und Sigur Lauglilja Jonas Dottir hat Thora gesprochen. Ich habe aber keinen Namen wiedererkannt. Und eben, was das für Leute? Vielleicht Leute, denen sie danken wollten oder so? Was man immer so macht. Ich muss sagen, auch wenn es mich sehr aufgeregt hat, jetzt zum Schluss, doch ein nettes kleines Spiel. Da ist man mal kurz weg und ich gewinne. Tut mir leid. Nein, tut's mir nicht. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es war so knapp. Weil ewig Ausdauer dazu hätte ich jetzt auch nicht noch gehabt. Aber ich wollte das jetzt schon noch schaffen. Kaminkatze. Ah ja. Kaminkatze. Wer kennt sie nicht? Erbarstahl. Zeichnung. Ich meine, Ingame, so Standardgegner gab es ja gar nicht so viele, aber ich fand das halt auch ganz schön eigentlich. Dass es halt hauptsächlich diese Bosse gab und zwischendurch mal ein paar Zwerge oder die Riesen oder so. Aber ich glaube, man braucht halt echt schon alle Fähigkeiten und alle Äpfel und was nicht alles gibt. Bin mir nicht sicher, ob ich einen nicht bekommen habe, wo auf diesem Eisfeld. Weil eigentlich gab es ja so gut wie in jedem irgendeinen Goldapfel. Aber ich hab's auch so hingekriegt. Ganz souverän. Schon sehr viele Leute. Hey, Bann. Karel de Grande. Sind das jetzt die, die dafür was gespendet haben, oder? Sieht mir ein bisschen so aus bei den Namen. Hab ich nämlich gerade nicht auf. Ich glaub schon. Ja, da muss mir ja fürs nächste Wochenende. Wobei ich nicht weiß, ob ich da streamen kann. Bin ich mir noch nicht sicher, das steht dann aber vorher drin. Noch was Neues. Aber am Dienstag gibt es ja eigentlich erstmal wieder RimWorld. Was ja letztes Mal ausgefallen, ja echt nicht gut ging. Ich hoffe, das liegt nicht an dem Tag, aber ich denke,
da könnte man auch mal wieder ein bisschen vorankommen. Und wir irgendwann diese Kolonie mal wieder in den Weltraum schießen. Sollte ja zu schaffen sein eigentlich. Skyrim habe ich so viel gespielt. Ist jetzt zwar auch eine Weile her. Aber weiß nicht, bei so einem großen Spiel habe ich dann immer nicht immer so Lust, das so umfänglich zu spielen, weiß nicht. Aber was ich vielleicht spielen werde, ist dieses Enderal, die Mod, die die Leute gemacht haben, die auch mehreren gemacht haben. Die soll ja auch irgendwann im Juni oder Juli rauskommen. Was ich auf jeden Fall spielen werde, wo ich noch nicht weiß, ob ich das im Stream machen werde. Eigentlich nicht, weil ich genießen will, ist der Witcher DLC, der neue. Blood and Wine, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht streamen, weil ich das so vollumfänglich genießen möchte. Ja, aber ich habe noch ein paar Spiele im Auge, die ich gerne mal irgendwie antesten würde, zum Beispiel Armello, das fand ich sehr auch ganz gut. Eine Mischung aus Brettspiel, Rollenspiel mit so netten kleinen Tierchen. Ich habe an sich noch so viele und noch gar nicht gespielt. Es gibt so viele Spiele. Wow, das sind jetzt echt sehr viele. Wir haben jetzt noch 20 Minuten übrig, aber ich glaube, da lohnt es jetzt nicht mehr, noch was Neues anzufangen. Und so, nee, nicht so richtig. Kirk. Captain Kirk. KW Prestige. Ich dachte Prestige. Kyle MacDonald. Ja, die sind wohl alphabetisch geordnet und wir sind schon bei M. Aber ich finde, man sollte schon die Credits auch nochmal durchlaufen lassen. Also auch wenn das jetzt die Spender sind, also, aber das gehört schon nochmal. Darkest Dungeon hat nochmal eine größere Menge an Updates. Ich auch noch nicht in meiner Bibliothek. Ramon. Soße. Gibt schon interessante Namen. Sean! Kennt ihr den Sean-Bug aus Heavy Rain? Der Sheltered. Sheltered habe ich auch noch. Ja, das stimmt natürlich. Überlege ich mir mal. Irgendwas wird es auf jeden Fall wieder geben. Wie gesagt, Spiele gibt es genug. Ich mag eigentlich auch Spiele vom Umfang wie das jetzt hier. Wenn es nicht gerade sowas ist wie Faster Than Light oder eben Rimworld, was man immer wieder so unendlich gerade spielen kann. And Press to Go. Ja, das waren die Kickstarter-Backers. Was man dann so an einem Wochenende oder so durchspielt. Mal sehen. Ob ich sowas wie Sheltered nochmal spiele. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall. Nächsten Dienstag. Aber wie gesagt, Rimworld sollte nichts dazwischen. Aber es sollte ja nichts dazwischen kommen. Thunder Lotus. Virtue. Doch. Würde ich empfehlen, das Spiel. Ist halt so stimmig. Musik und Grafik. Und so das Gameplay. Hat mir ganz gut gefallen. Das war also Virtue. Ja, wie gesagt, es sind jetzt halt 20 Minuten übrig und ich werde jetzt nichts mehr. Wird dann dem Spiel nicht gerecht. Ist halt auch doof an sich. Jetzt auch nicht. Nochmal Magic oder sowas spielen. Das mache ich dann eher mal extra. Deswegen bin ich so dreist und mache heute 20 Minuten früher Schluss. Ich hoffe, es wird mir verpasst. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann am Dienstag. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Mitfiebern bis zum Schluss. Hat ja doch noch mal einen Moment gedauert. Ich dachte ja eigentlich schon vor ein, zwei Stunden, also jetzt sind wir so am Ende, aber... ja, also wenn ihr mögt, dann gerne Dienstag wieder. Und ja, spielt selbst mal YouTube. Es macht wirklich Spaß. 20 Minuten
Ja, ich habe dafür hier auch schon ein paar Mal überzogen. Die 20 Minuten hole ich mir jetzt. Ja. Na gut. Also, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, schönen Sonntagabend. Und, ja. Dann würde ich bis demnächst mal. Danke fürs Zuschauen.